Vanessa und Wayne schauen nach Herrn Klage, der gestern eine Knie-OP hatte. Hallo. So, Herr Klage. Wir würden Sie befreien von Ihrem Drainageschlauch. Sehr schön. Darf ich mal? Ja, na klar. Wir können, aber warte, wo hängt die denn? Nee, noch nicht, ne? Ja, warte, wir können ja die Drainage hier durchziehen. Boah. So. Geht so ran wie ein Mann, ne? Ja, offenbar nicht, weil ich war ja sensibel und zaghaft. Wir halt, so sind wir Männer. Ja. Wird mir immer das Falsche nachgesagt. Das ist in Ordnung für Sie, wenn der Wayne den Verband macht? Ja, ja. Ja? Dann hast du deine Aufgabe. Wenn er sich nur mal verändern will. Genau, zweiter Bildungsweg. Verband erst ab. Genau, den schneiden wir durch. Okay. Kommt in Müll, er braucht also jetzt keinen Wund, Müll. Also jetzt erstmal Wunddesinfektion und dann Drainage, oder? Na, wir gucken, wir schneiden jetzt erstmal auf und gucken, wie es verklebt ist hier in der Drainage und dann entscheiden wir. Jetzt haben wir es. Er macht das sehr gut, er ist sehr gewillt. Die Patienten trauen ihm das tatsächlich auch sehr gut zu. Sie sagen, wenn es zieht, ne? Ja, ja, dann schreie ich. Ja, wir haben das ja schon geklärt. Männer sind unsensibel und wehleidig. Also ich bin der Unsensible. Nee, der Sensible, haben der wir Sensible. Auch eben geklärt, ja. Ich bin ja dabei, kann ihn korrigieren, wenn was nicht richtig ist, aber bis jetzt gibt es nichts zu beanstanden. Wayne hat schon einige Drainagen gezogen, doch die Anspannung bleibt. Denn je nachdem, wie tief die Schläuche sitzen, kann es für den Patienten schmerzhaft werden. Ich tue hier mein Bestes, niemanden auf die Füße zu steigen. Ich tue mein Bestes, dass wenn ich so eine Drainage ziehe, dass ich niemandem wehtue, weil Fernsehen hin oder her, es geht hier in allererster Linie, wir sind hier im Krankenhaus, das ist Realität, deswegen sind wir hier. Soll ich Sie vorbereiten oder einfach ziehen? Soll ich S3 zählen? Einfach ziehen. Einfach ziehen, gut. Wenn es wehtut, schrei ich. Das war's schon. Super. Jetzt kannst du mal ein bisschen an, mal gucken, was nachläuft. Ja, drückst du noch ein bisschen drauf und kannst dann das noch so ein bisschen ausstreichen, damit der Rest, der sich jetzt hier noch gesammelt hat, auch gleich rauskommt, dass wir nicht gleich das ganze Pflaster voll haben. Genau. Jetzt kannst du ordentlich drücken. Darfst du ordentlich drücken, da läuft's gut. Das war so ein kleines Loch und da floss richtig Blut. Da, also mir wurde jetzt nicht, also ich wurde jetzt nicht schwach auf der Brust in dem Moment, aber ich habe schon gemerkt, puh, okay, also das ist schon, wenn da so das Blut wirklich rausläuft, das war schon, das fand ich schon ziemlich heftig mit anzusehen. Jorge versucht dem kleinen Joel Mut zuzusprechen. Du bist ein ganz starker junger Mann, oder? Das ist gut. Und du weißt, dass alles, was da versteckt ist, geht weg. Und wenn ich wieder an die Schule gehe, hat mein Erzieher schon eine Überraschung für mich geplant. Oh. Und wir machen heute einen Pokémon-Tag. Ja. Wir halten immer zusammen, wa? Wir halten zusammen. Wir schaffen alles. Du schaffst alles. Wir gehen hier auf. Nein, du gibst nicht auf. Du musst aufpassen auf Mama und Papa. Weil du bist der Große, weißt du? Du schaffst das, ich schaff das. Wenn alle wären so positiv wie du, das Leben wäre so schön. Ich habe gemerkt, dass in seinen Augen der Blick von den Eltern, dass Joel macht sich Sorgen. Weil Mama und Papa, was ich sehe, natürlich, diese Menschen sind fertig. Als Joel etwas trinken geht, nutzt Jorge die Gelegenheit, mit den Eltern zu reden und sie zu bestärken, optimistisch nach vorne zu schauen. Es ist sehr schwierig für euch natürlich, dass sie vor den Eltern sind, ganz toll. Aber das wird gut. Muss. Er hat auch Angst. Er hat gefragt, ob er jetzt sterben muss. Hey, wenn eine Mama hört das von einem 7 Jahre, 7,5, wie er sagt, werde ich sterben? Natürlich hat er Angst. Ich meine, er ist nicht blöd. Nee. Aber er ist im Krankenhaus. Und die Kinder sehen, fragen, gucken. Das ist hart. Also, wenn Kinder so eine Fragen stellen. Ist Wahnsinn.
Ich meine, und da kommt dieses Problem wieder. Der Kind stellt diese Frage zu der Mama. Er hat die Krankheit, er muss durch alle Prozesse. Aber die Mutter hat die Angst, ist zu Ende. Und das ist immer das Schwierigste. Ich sage immer den Leuten, der Patient hat die Krankheit, der Patient leidet, aber die Familie, die Struktur von der Familie verändert sich total. Weil du leidest mit. Und du bist wütend und du denkst, du kannst nicht helfen. Ja, und das ist. Aber er schafft das. Auf alle Fälle. Er schafft das. Und ich habe gesagt, Erde, hey, positiv denken. 80% von den Kindern überleben. Oh! Oh, der ist aber toll. Der Künstler. Das ist das Wichtige, ich sage immer, wenn du arbeitest und du bist da von einem Krebspatient, egal Kinder oder Erwachsene, du musst immer ein Lachen in deinem Gesicht haben. Aber weißt du, wie ich heiße? Jorge Alexis González Madrigal Barona Villa. Ja, versuch das zu sagen. Jorge? Kann ich nicht. Doch, Jorge? 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 Ist lang, ne? Luise und Faisal bereiten sich auf einen neuen Patienten vor. Jetzt kommt ein Zugang aus der Rettungsstelle. Der kommt hier in Zimmer 34. Mhm. Dann packen wir das hier erstmal ein bisschen zur Seite. Wie heißt er denn? Kamps. Herzlich willkommen. Ich bin Schwester Luise und das ist der Faisal, mein Praktikant. Ja. Kommen Sie mit rein. Wir könnten ein paar schöne Menschen gebrauchen. Sonst haben wir nur Schwester Luise. Oh. Da kannst du die Füße einfach. Wolltest du etwas von mir oder was? Ja, klar. Ich will immer irgendwas. Ich denke, mittlerweile habe ich einfach Luises Vertrauen gewonnen, so weit, dass sie ja mittlerweile sogar mitblödelt. Und ihr mein Geblödel auch nicht zu viel wird, weil sie sieht, dass ich alles ernst nehme. Weswegen sind Sie denn jetzt hierher gekommen zu uns? Ich habe Prostatakrebs. Okay. Und da gibt es jetzt so Probleme. Schlimm, mhm. Dass ich Morphium kriege. Okay. Und ich kann sonst nicht mehr laufen. Aha, ja. Also, ja, ja. Das ist alles kaputt, okay. Wie das Fahrrad. Ja, 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 verstehe. Und heute Nacht konnte ich nicht mehr. Okay, gut, das reicht mir schon. Na denn, schön, dass Sie hier sind. Wir wollen mal sehen, ob wir Sie wieder hinkriegen. So ein bisschen wenigstens, ne? Ja. Na klar. Sehr lieb von Ihnen. Wir geben unser Bestes. Ja. Bei Herrn Kamps wurde vor 7 Jahren Prostatakrebs diagnostiziert. Der Tumor hat gestreut und sich über die Prostata hinaus ausgebreitet. Ist da überhaupt noch was zu retten? Wenn es metastasierend ist, eigentlich nicht mehr. Nee. Dann sind ja überall schon irgendwelche Tochtergeschwülste, die. Kann man da schon von einem Zeitraum sprechen oder kann das nur der Doktor? Nein, das kann man nicht. Man kann niemals sagen, wie lange ein Patient noch lebt. Nicht mal der Arzt. Übergabe ist auch schon erledigt. Mhm. Darfst gerne, wenn du möchtest, nach Hause gehen. Warst heute wieder sehr fleißig. Danke. Ja, danke dafür. Ich mache noch ein bisschen hier die Entlassung und alles fertig am Computer, dass wir das noch sauber haben für den Spätdienst. Mhm. Und dann gehe ich auch nach Hause. Jenny hat heute eine halbe Stunde früher frei als die anderen Promis. Frau Wegener? Geht's Ihnen nicht so gut? Überhaupt nicht. Eigentlich sollte Frau Wegener heute entlassen werden. Ich weiß nicht, es ist so kalt und. Kalt? Kalt und so unangenehm, alles geschwollen. Okay. Ja. Das sind dann so Momente, wo ich ja sowieso jetzt irgendwie gar nicht weiß, was soll ich denn jetzt tun? Alles wird super geschwollen hier. Ja. Ich
jetzt schon 3 Tage getrunken. Ja. Und gekühlt, ne? Ja. Ja, und es ist, als ob hier alles dicht ist. Das Okay, dann gehe ich mal kurz zu den Ärzten rein. Ja. Kann ich schon mal was von Kühlen kriegen? Ja, ja. Von innen oder von außen? Beides. Ja, okay. Gut. Okay, bring ich gleich. Einmal Krawatte? Nee, braucht keine Krawatte sein, reicht so ein Kissen. Ah ja, aber okay. Auch in der Tiefkühlbox. Okay. Berichte sind geschrieben, all die Aufgaben sind fertig, dann hast du jetzt, haben wir jetzt Feierabend. Echt? Rühren. Ich muss sagen, wegtreten. Patrick hat Eiswürfel und ein Kühlkissen besorgt. Das zum Draufhalten. Dankeschön. Ja, das ist immer angenehm. Ja? Wollen Sie gleich so einen Eiswürfel haben? Na, ich mache das immer so ein bisschen, genau, ein bisschen anwärmen. Ja, okay. Und dann lutsche ich das gut. So. Wunderbar. Ja. Super. Also, bis gleich. Ja. Man geht ja nicht so mit einem ganz guten Gefühl dann weg und denkt sich, Menschenskinder, vielleicht, was wird da jetzt heute noch passieren? Oder hoffentlich erholt sich der Patient in der Hoffnung, dass es dann morgen vielleicht wieder anders aussehen wird. Ja. Darfst jetzt nach Hause? Wunderbar. Ehrlich? Ja. Ich entlasse dich jetzt wieder. Na gut. Ja? Okay. Dann sehen wir uns morgen früh. Ja, freue mich drauf. Ich kann es kaum erwarten, mit dir die Schritte zu gehen. Patrick geht und Jenny kommt schon wieder zurück. Kurz nachdem sie im Hotel eingetroffen war, erhielt sie einen Anruf aus der Klinik. Bei Frau Schütt haben die Wehen eingesetzt und Jenny darf bei der Entbindung dabei sein. Hey, sind Sie Jenny Zwölbers? Falsche Richtung. Junge Frau, wo kommen Sie denn her? Haben Sie wo du hin willst? Keine Autogramm. Haben Sie Nachtschicht heute oder was? Wo gehst du denn hin? Extra Schicht. Ach nee. Okay. Aber Scheiße, der hat irgendwas vergessen. Die so. Ich kam tatsächlich gerade aus der Dusche, war verabredet zum Abendessen. War ja irgendwie klar, dass irgendwann unser Baby sozusagen kommt. Und dann ist man doch dann auf einmal so, oh, geht los. Hi, ich grüße dich, ich bin Tobias. Du bist Tobias? Genau, ich bin die betreuende Hebamme von Frau Schütt. Ich bin begeistert. Das ist das dritte Kind von ihr. Sie ist ja heute einen Tag über den Entbindungstermin. Also sollte es eigentlich ganz gut klappen. Genau. Sie ist schon bei den 5-Minuten-Wehen. Genau, so alle 5 Minuten. Das ist ja schon ganz ordentlich. Ne? Ganz ordentlich. Der Muttermund ist noch so 2 Zentimeter ungefähr. Also wenn der Muttermund, der muss komplett aufgehen. Wir sagen immer so 10 Zentimeter ungefähr. Und dann kann das Kind sozusagen durch den Geburtskanal, also durch das Becken sozusagen durchrutschen. Ne? Wenn es denn so rutschen würde. Wenn es denn so rutschen würde. Es klingt immer so nett und so schön und so schnell, ist es aber manchmal nicht. Und manchmal kann es auch bei den dritten Kindern so ein bisschen bummeln. Deswegen, sie ist jetzt noch mal ein bisschen spazieren, um die Wehentätigkeit zu unterstützen. Ja. Und dann sehen wir sie ungefähr so in einer Dreiviertelstunde wieder und dann hoffentlich mit mehr Wehen und dass wir dann so unter die Geburt gehen können. Alles klar, prima, super. Bis gleich. Bis gleich, tschüss. Tschüss. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, man kriegt selbst ein Kind. Also wirklich so von dieser, so. Oh. Während Jennys Nervosität auf dem Höchststand ist, sind Patrick und Faisal im Entspannungsmodus. Anschneiden muss ich schon selbst. Obwohl, ich bin jetzt von der Geriatrie eh gewöhnt. Soll ich das für dich machen? Ich meine, sie kommen auch schon langsam in das Alter. Ach Gott sei Dank, dass ich dich dabei habe. Aber nett, dass du mich mitnimmst. Ja klar, gerne, immer. Du bist doch mein Gaddy. Du bist mein Gay Daddy. Gay Daddy. Gaddy. Inzwischen hat Jenny die werdenden Eltern Nadja und Gerd gefunden. Na, ihr beiden. Mir wurde schon gesagt, dass ihr hier auf und ab geht. Wie sieht's denn aus? Oh, ein paar Wehen sind schon 2 Zentimeter offen. Mal gucken, was sie jetzt gleich sagt. Mal gucken. Wie geht's dir? Warm. Warm, ne? Ja. Warm, aufgeregt. Aufgeregt. Ja, nicht so doll wie du. Ja. Leider geht's für Nadja erstmal ohne Gerd weiter. Aufgrund der Corona-Schutzverordnung dürfen die Väter erst kurz vor der Geburt in den Kreissaal.
So, Jenny, möchtest du CDG schreiben? Wenn ich darf, wenn ich... Sehr gerne. Pass auf. Es werden Sensoren auf Nadjas Bauchdecke platziert, die zum einen die Wehentätigkeit und zum anderen die Herzfrequenz des Ungeborenen erfassen. So, ich unterhalte dich jetzt ein bisschen. Wenn der Mann schon nicht mit rein darf. Ja, das ist halt der Nachteil in Corona. Also. Ach Mann, finde so eine Unterstützung ist immer schon toll eigentlich. Ich bin da. Es war mir jetzt auch ein Bedürfnis, dabei ihr zu sein. Und sie hat mich ja auch ganz nah an sich rangelassen. Ich glaube, das hat ihr auch gut getan tatsächlich. Patrick und Faisal haben fast das Hotel erreicht. Aber gedanklich sind sie noch im Krankenhaus, denn es gibt viel zu verarbeiten. Mit Kranken umzugehen, mit Menschen, die halt hilfsbedürftig sind, das macht mir gar nichts aus. Ne? Wirklich null. Also ich habe da null Berührungsängste, ich bin mir für nichts zu schade. Ich mache alles, wirklich, gar kein Problem. Was mich aber wirklich traurig macht, ist so, ich spüre richtig so diese Einsamkeit von dem einen oder anderen. Das spürt man richtig. So allein, wenn die anfangen zu erzählen, ne? Und man sich wirklich ja, ehrlicherweise lieben gern die Stories anhören würde. Mhm. Aber es geht halt nicht, weil ich habe noch 4 Zimmer, die ich weiter bearbeiten muss. Und am Nachmittag habe ich noch das zu tun. Sprich, man hat gar nicht die Zeit so. Weißt du, man würde sich gerne so sich mit denen unterhalten, aber naja, man kann nur so das Minimalste tun. Und irgendwie, das wurmt mich ein bisschen. Also irgendwie will ich da irgendwas machen, irgendwas tun. Keine Ahnung. Sei es auch nur, dass ich mal eine Patientin nehme und sage, komm, wir gehen mal spazieren. Ja, einfach mal über das Klinikgelände. Ein bisschen rumfahren oder... Was weiß ich, was irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Es wird später und später. Auf der Geburtshilfe ist bereits Schichtablösung. Und endlich darf Gerd jetzt seiner Frau zur Seite stehen. Da mache ich doch mal Platz. Jetzt geht's voran, ne? Ja, mal gucken. Ach Mann. So, man weiß, es kommt in den nächsten Stunden. Da braucht man, glaube ich, alle Farben des Lebens mal. Ja, mal ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Ruhe wieder, das tief einatmen, ausatmen, dann mal wieder ein bisschen Zirkus um einen herum. Das, glaube ich, hilft. Der Muttermund ist ganz weich und wenn die Wehen jetzt ordentlich mal Kraft kriegen, wenn wir da drin unterstützen, dann können es auch relativ schnell gehen. Ne? Das wäre der Weg. Mittels Infusion kann das Wehenmittel in zunehmender Dosis verabreicht werden. Wir haben einen neuen Tag, also kann losgehen. Doch die Entbindung zieht sich in die Länge und bedeutet für Nadja eine enorme körperliche und emotionale Belastung. Eine Geburt ist auch immer mit Angst behaftet, ne? Mit Erwartungshaltung, aber natürlich immer mit Angst. Kann immer was passieren. Das Baby hat bereits die richtige Lage eingenommen und der Kopf befindet sich im Geburtskanal. Jetzt geht's los. Schön weiter. Ganz, ganz los. Jetzt ist die Wehe richtig da. Alles gut. Und weiß ja im Prinzip, was passiert, aber da so richtig dran, mit Blick auf alles, das ist echt nochmal eine Nummer. Ah, oh, ich muss drücken. Nee, versuch mal noch ein bisschen zu atmen. Ein bisschen noch. Das schön wegatmen, so ein bisschen. Also das zu erleben ist wirklich der Hammer. Aber jetzt mal bitte die Beine locker lassen. Du klemmst das Baby gerade ein bisschen ein. Es war eine ganze Zeit schon das Köpfchen draußen. Schieb mal ein bisschen. Weiter schieben. Köpfchen, jetzt mal ein bisschen locker lassen. Doch, du musst es schon ein bisschen locker lassen. Oh! 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 Das ist toll. Hallo, Rosa. Und dann? Wams!
Da kam das Baby aber wirklich mit Geschwindigkeit raus. Ne? Die hat das so klasse gemacht, die Mama. Oh mein Gott. Das war jetzt spektakulär, ja. Meine Güte. Ja, ich glaube, ich muss das jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Das ist sowas, sowas Ursprüngliches, sowas, ja, sowas der Kreislauf des Lebens auch, ne? Also das ist schon wirklich unbeschreiblich, wirklich unbeschreiblich. Also wir haben richtig die Knie gezittert. Aber ich habe auch durchgeheilt. Ich bin nicht ohnmächtig geworden. Das ging jetzt aber zack, zack, meine Liebe. Herzlichen Glückwunsch. Super gemacht, Mann. Bist du tapfer, ey. Ja. Oh, so, ich lass euch mal. Eine Geburt ist ja nicht so, oh, dann kommt dann raus und jetzt ist alles fertig. Es ist Fruchtwasser, es ist Blut, es ist alles Mögliche, was man da noch zu sehen bekommt. Und ich war ja richtig dran. Ne, das muss man erstmal verarbeiten. Herzlich willkommen, John Patrick, 54 cm, 4020 Gramm und kerngesund.